Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single Alice 22 aus der Gödenstedt Eigenbau. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wie gestern schon angedroht, wir haben tatsächlich ein bisschen Stoppelsturz noch vor uns. Ne? Also es ist jetzt nicht so viel, aber wir haben ja hier noch ein bisschen Fläche, drüben noch ein bisschen Fläche. Ich habe gerade festgestellt, dass mein GPS-Kurs, ich habe ihn gestern vergessen zu speichern und ja, der war jetzt nicht mehr so, wie ich ihn hatte. Jetzt musste ich den gerade neu machen und das wird gleich am Ende wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass der da nicht mehr so ganz passt. Denke ich. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube schon. Wie gesagt, also wie gestern ja schon gesagt, wir werden mit dem Weizen testen. Ich habe auch mehrere Felder, die ich testen muss, weil, wie gesagt, ich habe ja das Gerstefeld zum Beispiel ist ja prädestiniert. Da haben wir ja nicht gepflügt. Da haben wir das ganze Thema ja hautnah. Und ich sag mal, alles, was ich nicht pflügen muss, ist für mich natürlich eine Erleichterung. Und schon den Boden. Ne? Weil ich habe gehört, dass ja... Na gut, das geht aber nur, dass uns ein bisschen was stehen bleibt. Das passt. Ich habe gehört, dass mit Precision Farming... das meiste beim Pflügen Negativpunkte bringt. Also du pflügst und es bringt Negativpunkte. Jetzt habe ich aber auch von einem gehört und ich habe da zuverlässige Quellen. Also das sind jetzt keine Leute, die ich gerade eben erst im Stream hatte, sondern das sind Leute, die das Ganze schon langfristig auf dem Kanal sind. Der eine sagt, es gibt Minuspunkte, der andere sagt, es gibt er hat Pluspunkte gekriegt und zwar knappe 20%. Plus bei dem Acker. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sich das verhält, weil ich weiß nicht, wenn du jetzt alle 3 Jahre pflügen musst, zum Beispiel, dürfte sich die Umweltbilanz ja eigentlich nicht negativ auswirken. Wenn du jetzt aber nur einmal pflügen musst, also wenn du jetzt jedes Jahr pflügst, dürfte sich das negativ auswirken. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich finde es geil, dass du hier, die Statistik finde ich auch cool, was das Feld gekostet hat. Aber wir sind jetzt hier bei 57%. Ich sehe hier auch nicht, kann man das irgendwie größer machen? Ganz im Ernst? Ist das jetzt das für das Feld? Nee, das ist die Gesamtbilanz, ne? Warte mal. Ja. Oder? 14,3. Das ist die Gesamtbilanz. Aber wir haben ja hier Bodenbearbeitung, 5 Punkte und hier nichts. Muss ich mal gleich mal gucken. Kann man irgendwo die Bilanzwerte, ja, Bilanzwerte passt, für jedes Feld sehen? Das wäre noch interessant. Also ihr merkt, das ist für mich, wenn ihr das natürlich wisst, dürft ihr sehr gerne was dazu schreiben. Ich werde es aber so oder so ausprobieren. Weil ich bin jemand, ich höre mir zwar Sachen gerne an und ich nehme sie auch auf und nehme sie mit in den Test, wie auch immer. Aber ich probiere halt auch gerne, solche Sachen selber rauszufinden. Ja, es ist genauso wie bei Modpacks, wenn du die jetzt spielst für Minecraft oder sowas. Ich mag das einfach, wenn du dann selber noch gucken kannst, wie funktioniert das. Wenn ich es absolut nicht weiß, gucke ich im Internet, aber ansonsten oder in den Kommentaren oder wie auch immer, aber ansonsten versuche ich das Ganze selber rauszufinden. Und jetzt ist die Frage, Erweiterung zur Fahrzeugkontrolle? Nee, eigentlich nicht. Achso, da oben. Ertragsübersicht? Nein. Umweltbewertung? So. Also Umweltbewertungen, die angezeigt haben, nachkommen, klar. Die Maximalpunktzahl von 100 erhöht den Preis, den du für ihre Ernte erhältst, um 15%. 15% Ertragssteigerung, also Geldersteigerung, okay. Beachte, dass es auch eine Strafe für einen niedrigen Punktzahl gibt. Wenn du auf deine Karte hereinzoomst, siehst du für jedes Feld eine Punktzahl. Du kannst dann prüfen, welche Felder besser bewirtschaftet werden müssen, um deine Gesamtpunktzahl zu erhöhen. Wir lesen sofort weiter.
Weil ich würde das gerne ein bisschen größer haben, weil ich sehe zwar den Balken, das ist ja auch gut und schön, und ich sehe halt die Gesamtwertung für den Acker, das ist auch gut und schön. Aber ich würde halt gerne explizit mal ranzoomen können. Ja, oder wir testen. Ich hätte jetzt gesagt, oder wir testen jetzt bei dem Acker hier das Ganze mal. So, warte mal, weiter. Also, wir lesen jetzt erstmal weiter. So. Gesamtpunktzahl zu erhöhen. Bewertungsaspekt Stickstoff. Die Punktzahl ändert sich je nach Düngung. Die maximale Punktzahl 30 wird nur erreicht, wenn du den Gülle-Sensor für die organische Düngung und den Pflanzensensor für die Mineraldüngerausbringung verwendest. Eine Überdüngung verringert die Punktzahl, da der überschüssige Stickstoff ausgewaschen wird und das Grundwasser verschmutzen kann. Okay. Eine Unterdüngung verringert ebenfalls die Punktzahl, da du nicht das volle Ertragspotenzial erreichst und die Pflanze weniger CO2 aus der Atmosphäre aufnimmt. Die Stickstoffbewertung wird erst nach der Ernte aktualisiert. Aha. So, pH-Wert ist klar, Unkrautbekämpfung ist auch klar. Bodenprobenname, nein. Bodenbearbeitung, da. Auch die Bodenbearbeitung wirkt sich auf die Umweltbewertung aus. Eine tiefe Bodenbearbeitung, wie das Pflügen, verbrennt viel Kraftstoff, verringert Unkrautsamen, bringt Unkrautsamen an die Bodenoberfläche und macht den Boden anfälliger für Erosion. Für das Pflügen gibt es also null Punkte. Eine flache Bodenbearbeitung mit Einarbeitung von Ernterückständen. Moment. Sorry, wir müssen kurz wenden. Ja, ich weiß, Vorgewendemanager, dann würde er jetzt von alleine wenden und ich müsste das Ganze nicht mehr machen. Ist klar. Aber in dem Falle wenden wir mal kurz. Schaffe ich das? So, aber das ist interessant. Also Pflügen bringt 0 Punkte, bedeutet aber auch, dass Pflügen zwar möglich ist, aber halt eher Nachteile bringt als Vorteile. Wir lesen mal weiter. So. So. Für das Pflügen gibt es also 0 Punkte. Eine flache Bodenbearbeitung mit Einarbeitung von Ernterückständen spart Kraftstoff, verringert die Erosion und wird mit 5 Punkten belohnt. Minimale Bodenbearbeitung und Direktsaat ergeben die maximale Punktzahl von 10 Punkten. Okay. Das bedeutet, dass ich jetzt ja eigentlich schon mit meinem Feld falsch bin. Hier, mit der 16. Da ich ja quasi schon Kraftstoff verbrauche, aber mein Feld halt noch nicht angesät habe. Jetzt ist die Frage, wie sich das verhält hier. Bodenbearbeitung. Ob jetzt Doppelsturz hier mit dazu zählt. Also Stickstofftabelle erst nach der Ernte und pH-Wert wahrscheinlich auch. Da müssen wir gerne mal gucken. pH-Wert wahrscheinlich auch erst nach der Ernte. Wo fehlt mir eigentlich noch eine Bodenprobe? Irgendwo fehlt mir eine Bodenprobe. Interessant. Das heißt, eigentlich ist ja jetzt das, was ich gerade mache. Ist das jetzt noch... Passt das noch mit dazu? Hätte ich in die Stoppeln jetzt gerade aussehen sollen? Also sprich, ich habe eine Direktsaat. Das heißt, ich kann ja... Ja, das ist doch aber eigentlich... Ich hätte jetzt doch auch direkt... Ja, die Stoppeln sind aber eigentlich zu hoch, um direkt da reinzusehen, oder? Da müsste ich wieder eine... Lass uns da mal kurz noch mal gucken hier. Da. So, die Punkte ändern sich je nach Düngung. Nimmt der Stickstoff bewertet wird erst nach der Ernte. Okay. Die Punktebewertung wird nach der Ernte aktualisiert. Okay. Das heißt also, Stickstoff und pH-Wert wird erst nach der Ernte angezeigt. Die volle Punktzahl wird bei der Anwendung der Spot-Spray-Technologie erreicht. Damit bekämpfst du das Unkraut mit einem Minimum an Herbiziden und erreichst einen optimalen Ertrag. Du kannst aber auch Punkte für die mechanische Unkrautbekämpfung sammeln, aber die Punktzahl ist niedriger, 20. Da dies zu einer Verschlechterung des Bodens, Verdichtung, Erosion, Aufkeim neuer Unkräuter, Verlust von Bodenfeuchtigkeit
und einem höheren Kraftstoffverbrauch führt. 15 Punkte erhältst du dann, erhält man, wenn man das gesamte Feld spritzt, was zum vollen Ertrag führt, aber ohne Herbizideinsparung. Wenn du das Unkraut überhaupt nicht bekämpfst, erhältst du die niedrige Punktzahl 10, denn dies wirkt sich sehr negativ auf den Ertrag aus und erhöht den langfristigen Unkrautdruck. Dies ist für die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung nicht hilfreich. Das ist geil. Ganz ehrlich, ich finde das irgendwie, das hat was. Das hat was. Mit dem Unkraut und mit Precision Farming. Da ist richtig, richtig was am Kommen, finde ich. Ja, ich meine, wir werden wahrscheinlich auch, wenn wir jetzt hier spritzen müssen, also ich würde tatsächlich erstmal striegeln. Oder spritzen. Und gleich gucken, dass wir auf volle Punktzahl kommen. Also jetzt nicht, ist logisch, jetzt haben wir ja kein Unkraut da. Oder Beikraut. Unerwünschtes Beikraut. So. Weil, ne, ist ja klar, ist ja jetzt erst bearbeitet. Und wir fahren als nächstes hier auf jeden Fall mit der Direktsaat drauf. Und hinterher dann im Frühjahr mit Gülle. Weil jetzt können wir sowieso nicht. Und im Frühjahr fahren wir dann einmal mit dem Gestänge und mit Gülle rein. Das sollte eigentlich passen. So februarmäßig. Januar noch nicht, aber Februar dann. Aber ich muss ehrlich gestehen, ne? Also, ich habe echt Bock, mich mit Precision Farming auseinanderzusetzen. Ich finde das Konzept dahinter spannend. Ich weiß, gerade so diese neue Technik mit Spritzen, mit Kamerasystem, Sensoren am Güllefass, das ist, ich sag jetzt mal auf die Realität bezogen, für viele noch nicht erschwinglich, ne, weil sie einfach vielleicht die Möglichkeit nicht haben, eher so für Lohnunternehmen oder für große Landwirte. Ne, wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich mir jetzt Landwirt in MV zum Beispiel angucke, der hat ja ein eigenes Güllefass, wenn ich es jetzt richtig weiß. Der hat große Flächen und der macht ja auch eine flache Bodenbearbeitung. Für ihn zum Beispiel wären diese Sensoren am Güllefass vielleicht etwas, also eine Überlegung. Ich möchte jetzt, ne, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie von ihm gehört, ob er das in Erwägung zieht oder so. Aber für ihn wäre sowas zum Beispiel in der Realität etwas bei großen Flächen. Ne, der Betrieb, auf dem zum Beispiel Weiher Agrar, der ja auch bei mir auf Twitch gehostet wird, auf dem Betrieb, wo er zum Beispiel arbeitet, mit der großen Fläche, bietet sich zum Beispiel zum Spritzen auch so ein Sprayer mit Sensoren, mit Kameras vielleicht an. Das sind halt die Großbetriebe. So für die kleinen Betriebe, auch hier bei mir in der Gegend, ist es halt nicht erschwinglich. Also das Kosten-Nutzen ist da nicht gegeben. Ne, ich meine, klar, einen Sensor einzubauen, ne, ist vielleicht die einfachste Methode, nur die Anschaffung des Sensors. Ich weiß nicht, interessiert mich mal, ich müsste mal gucken, was so dieser John Deere Gülle-Sensor kostet. Das würde mich echt mal interessieren. Dann offensichtlich wird der ja einfach nur in Anführungszeichen, in der Zuleitung, also quasi das, was dann auf, was hinten zum Anbaugerät oder direkt auf den Acker geht, dort zwischen wird das gebaut. Mit meinem Möscher zum Beispiel funktioniert das nicht. Da kann ich nicht einen Sensor zwischenschalten. Ich will ja mal überlegen, ob ich das Fass vielleicht weggebe für die Wiesenbearbeitung und die Wiese vielleicht auch, ja, vielleicht sogar vielleicht ein kleineres Gestänge an das Güllefass. Oder vielleicht komplett gleich ein etwas moderneres Fass investieren. Ja, ich weiß es noch nicht. Also mit dem großen Fass ist das so eine Sache auf dem Acker. Ja, das ist natürlich, hat natürlich schon seine Größe, ne? Oh. Stimmt, ich bin ja hier so ein bisschen komisch gefahren. Also einmal gerade ziehen. Das sollte aber ausgehen. Dann noch ein bisschen, ne? Weil bei mir ist auch das Problem, ich glaube, das große Güllefass, das Gestänge ist zu groß. Ich müsste... Ich,
müsste eigentlich das kleinere Gestänge, das 21 Meter von Bomek, das kriege ich ja runter auf 15. Sowas müsste ich mir vielleicht eher noch zulegen, dass ich dann quasi auf der Wiese kleiner ausbringen kann. Jetzt wäre eine Schlitze wäre nicht schlecht. Gibt es, habe ich das übersehen, gibt es Injektor für Wiesen? Als Grünheit-Injektor? Gibt es die schon für einen 22er? Das wäre noch eine Überlegung und eine Idee. Dass man einfach mit dem Grünland-Injektor beigeht. Im 19er gab es das von Horsch. Ich weiß nicht, gibt's. Doch, irgendwas habe ich doch gesehen mit dem Horsch-Pack, oder? Weil das wäre noch eine Option, mit dem Injektor aufs Grünland zu gehen. Und direkt rein zu schlitzen quasi. Ja, da könnte ich auch mal testen, ob dann das Fass vielleicht doch nicht zu groß ist. Aber das kriege ich auch wieder, das kriege ich auch wieder an mein Güllefass, an das kleine. Noch mal überlegen. Oder ich verkaufe halt das kleine Fass und kaufe mir irgendein gebrauchtes vielleicht mit, vielleicht auch nur mit. Wenn es keinen Injektor gibt, vielleicht mit 12 Meter Gestänge. Kleines Joskin zum Beispiel. Oder so ein Fliegel. Das wäre auch noch was. Oder ich weiß gar nicht, ist von Zun haben wir auch eins? Weiß ich gar nicht. Aber das wäre vielleicht noch eine Überlegung, dass man dann einfach sagt, man holt sich noch ein kleineres Gestänge. Aber ich bin der Meinung, ich hatte irgendwo was mit dem Injektor gesehen. Weil das wäre eigentlich ideal. Dann könnte ich gleich in den Boden einbringen. Dürfte sich eigentlich auch auf die Umweltbilanz auswirken. Ich meine, da steht sowieso alles erst im Frühjahr an, ne? Ich muss eigentlich jetzt hier noch das Weizenfeld fertig machen. Ansehen. Und dann kann ich eigentlich schon. Also dann kann ich in den Frühjahr gehen. Und dann können wir da nämlich groß loslegen. Und dann uns richtig mit Precision Farming beschäftigen, ne? Wenn es dann losgeht mit Düngung, Pflanzenschutz. Ich werde halt viel über Gülle machen, denke ich. Und wenig über Mineraldünger. Und Flüssigdünger so gut es geht vermeiden. Also meine Spritze dann tatsächlich nur nutzen. Ich hoffe, dass bis dahin vielleicht die Dammann eine Kamera hat. Zum Nachrüsten. Das wäre natürlich ideal. Also, dass ich die Spritze halt wirklich nur nutze für Pflanzenschutzmittel zum Ausbringen. Und dann auch nur mit diesen Kameras, dass auch wirklich nur da Herbizid hinkommt, wo es wirklich gebraucht wird. Ne, die Längsbahn kann ich ja damit machen. Wenn ich jetzt hier Fahrgassen drin habe, kann ich ja, aber die sind halt auf 24 Meter. Ne? Und das ist eine 28 Meter Spritze. Das dürfte sich nicht ausgehen. Gut, liebe Lüt, ich würde aber sagen, für euch soll es das vorhin schon wieder gewesen sein. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich gerne freuen, wenn ihr in den Kommentaren ein bisschen was eure Erfahrung mit Precision Farming reinschreibt. Und wenn ihr noch nicht habt, lasst ein Abo da. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut. Und sagt, bis zum nächsten Mal.